Jenseits des Blaus. Seit wir vor Jahrhunderten von der Existenz des roten Planeten erfahren haben, fasziniert der Gedanke, dass er von außerirdischen Wesen wimmelt, Wissenschaftler und die breite Öffentlichkeit. Einige stellten sich ein Land vor, das von einer intelligenten Zivilisation geformt wurde. Andere stellten dunkle Vegetationsschwaden, empfindungsfähige Pflanzen und eine seltsame Flora und Fauna dar. Mit den neuen NASA-Rovern, einigen der technologisch fortschrittlichsten Raumfahrzeuge, will die NASA eine der ältesten Fragen beantworten: Existiert Leben irgendwo anders als auf der Erde? Und was würde überhaupt passieren, wenn wir Beweise für lebende oder uralte Aliens finden würden? Der Mars von heute ist kein angenehmer Ort, zumindest nicht für das Leben, wie wir es kennen. Es ist kalt und trocken. Mit staubiger Atmosphäre und ohne Magnetfeld. Seine Oberfläche wird ständig von Strahlung gezappt. Aber vor mehreren Milliarden Jahren war der Mars wahrscheinlich warm und voller Wasser, mit alten Seen und nährstoffreichem Boden. Und vielleicht altes Leben. Heute investieren nicht nur die NASA, sondern auch private Unternehmen in eine Reise zum Mars. An der Spitze steht SpaceX, das darauf abzielt, Ende der 2030er Jahre Menschen auf den Mars zu bringen und schließlich den toten roten Planeten zu kolonisieren. Genau wie Elon Musk sagte, lande auf dem Mars, ein Hin- und Rückflugticket, eine halbe Million Dollar. Es ist machbar. Für Wissenschaftler, die nach außerirdischem Leben suchen, bietet der Mars viel Hoffnung. Mehrere Beobachtungen im Laufe der Jahre, vom Wikinger bis hin zu Neugier und Ausdauer, weisen auf Lebenszeichen hin. Kürzlich hat sich auch die KIA der Mission angeschlossen, Aliens zu jagen. Wissenschaftler haben ein KI-System entwickelt, das 8 sehr verdächtige Funksignale entdeckt hat, die faszinierend fremdartig sind. Nun, KIA hat interessanterweise auch einen Platz bei der Jagd nach außerirdischem Leben auf dem roten Planeten bekommen. Ja, Sie haben richtig gehört. Bald wird KIA zur Jagd auf Außerirdische auf unserem roten Nachbarplaneten Mars eingesetzt. Aber wie weit wird es der KIA gelingen, das Geheimnis des außerirdischen Lebens zu lüften? 1951 wurde der Welt das erste Programm für künstliche Intelligenz, KIA, vorgestellt, das vom Programmiergenie der Universität Oxford, Christopher Strachey, geschrieben wurde. Aber nur sehr wenige Leute waren sich dessen bewusst und wollten es wissen. Schnitt bis heute, wo KIA und maschinelles Lernen große Industrien übernehmen und Menschen heute in fast allen Lebensbereichen einen intelligenten Begleiter haben. Und wie ich Ihnen bereits sagte, wird es auch dazu beitragen, die Geheimnisse des Marslebens aufzudecken. Der Mars ist ein Hotspot für Forscher, Astronomen und Wissenschaftler, die unermüdlich nach einem winzigen Beweis suchen, der darauf hindeutet, dass der Mars ziemlich bewohnbar ist, um irgendeine Form von Leben zu tragen. Es wird stark davon ausgegangen, dass die KIA, bevor sie zum Mars fliegt, um Aliens oder irgendeine Art von Leben zu jagen, zuerst hier auf der Erde trainiert werden sollte. Ein Forscherteam hat erfolgreich eine KIA darauf trainiert, Biosignaturen auf dem Gelände der extrem trockenen und heißen Atacama-Wüste in Chile zu kartieren. Was sind Biosignaturen, fragen Sie. Das sind alle Eigenschaften, Elemente, Moleküle, Substanzen oder Merkmale, die als Beweis für das vergangene oder gegenwärtige Leben verwendet werden können. Chiles Atacama-Wüste fällt nicht unbedingt unter die Kategorie der bewohnbaren. Aber aufgrund seiner fraktalartigen Kammnetzwerke, gemusterten Böden und Schrumpfungsrisse abiotischen oder biotischen Ursprungs haben die Forscher es als eine der marsähnlichsten Umgebungen der Erde bezeichnet. Zeit für eine kurze Hintergrundgeschichte. Kimberly Warren-Rhodes, die Teamleiterin dieser Forschung, jagt seit den frühen 2000er Jahren nach Biosignaturen, als ihr klar wurde, dass es kaum Werkzeuge gab, um die Biologie anderer Planeten zu studieren. Im Jahr 2016 reiste die Gruppe von Warren-Rhodes auf das hohe, ausgedörrte Plateau der Atacama-Wüste auf einer Höhe von etwa 3500 Metern in Chile, um nach felsbewohnenden, photosynthetischen Organismen namens Endolithen zu suchen.
Die Forscher sammelten alles von Drohnenaufnahmen über geochemische Analysen bis hin zu DNA-Sequenzen. Interessanterweise ahmte dieser Datensatz die Arten von Informationen nach, die Forscher auf dem Mars mit Orbitalsatelliten, Drohnen und Rovern suchen und sammeln. Sie wollte ihren Hintergrund in der statistischen Ökologie mit neuen Technologien wie KI kombinieren, um Missionswissenschaftlern zu helfen, die unter großem Druck stehen, Geosignaturen zu finden, mit einem zusätzlichen Kampf, wie sie dies tun. Wenn ich jetzt über Rover spreche, werden sie geschaffen, um Biosignaturen zu jagen, werden aber von der Erde aus ferngesteuert. Sie können nur begrenzte Entfernungen zurücklegen und relativ wenige Exemplare sammeln, wobei sie Wert auf Probenahmestellen legen, die am wahrscheinlichsten Leben bringen. Nun, sie müssen sehen, wie KI Rover und natürlich Menschen übertrifft. Das Team von Wallenrode speiste die zuvor gesammelten Daten in die KI ein. Ziel war es, die KI darauf zu trainieren, zu erkennen, welche spezifischen Orte auf der Karte die höchste Wahrscheinlichkeit haben, Leben zu unterstützen. Und es hat super funktioniert. Die KI war in der Lage, lebenserhaltende Biosignaturen mit einer Genauigkeit von 56,9 bis 87,5% erfolgreich zu lokalisieren. Damit konnten die Forscher ihren Suchbericht um bis zu 97% verkleinern. Wenn diese Daten überwältigend sind, schneiden sie einfach das Durcheinander ab und konzentrieren sie sich auf die Tatsache, dass Menschen im Gegensatz zu KI eine Erfolgsquote von weniger als 10% hatten. Nun, dieser Unterschied ist riesig. Die neue KI-entwickelte Methode muss in mehreren Ökosystemen verifiziert werden, einschließlich solcher mit komplexerer Geologie und größerer Biodiversität. Nun, die Atacama-Wüste ist relativ einfach in Bezug auf die Lebensräume und die Arten von Leben, die dort wahrscheinlich zu finden sind. Auf dem Mars bedeutet die hohe Menge an ultravioletter Strahlung, die auf die Oberfläche des Planeten trifft, dass Wissenschaftler möglicherweise Hinweise finden müssen, die auf Leben unter der Erde hindeuten. Es ist aufregend, dass unser Team einen dieser ersten Schritte zur zuverlässigen Erkennung von Biosignaturen mit Hilfe von KI macht, sagt Wallenrodes, Leiter des Forschungsteams. Wie wir wissen, war der rote Planet nach früheren Forschungen und Erkenntnissen feuchter, wärmer und bewohnbarer als die heutige ausgetrocknete Wüste. Dies bleibt eine Herausforderung für Forscher, die Tag und Nacht auf der Suche nach einem einzigen Hinweis auf Leben auf dem Mars sind. Einer der berühmtesten Astronomen, Buzz Aldrin, sagte einmal, der Mars ist da und wartet darauf, erreicht zu werden, und diese Worte werden von Wissenschaftlern beschworen. Von Mariner 4 über Viking und Phoenix Lander bis hin zum Curiosity Rover hat die NASA das Leben auf dem Mars energisch verfolgt. Trotz all dieser Bemühungen gibt es immer noch keine konkrete Lösung für die am häufigsten gestellte Frage, ob der Mars außerirdisches Leben beherbergt. Selbst wenn der Mars einst Leben beherbergte, sind die Schlüsselfragen, die Wissenschaftler auf dem Laufenden halten, wie sich dieses Leben auf dem Planeten ausgewirkt hat und wo wir Beweise für seine frühere Existenz finden könnten. Der Mars regt wie kein anderer Planet die menschliche Vorstellungskraft an. Mit einer Kraft, die stärker ist als die Schwerkraft, zieht es den Blick auf die schimmernde rote Präsenz am klaren Nachthimmel. John Noble Wilford, der Reporter, der für die New York Times über die Mondlandung berichtete, hat die Leidenschaft von Wissenschaftlern, die den Mars suchen, sehr schön beschrieben. Das aufkeimende KI-Projekt ist eine weitsichtige Gelegenheit, das Leben auf dem Mars zu verfolgen, die nicht nur der Jagd Auftrieb verleihen, sondern auch eine Menge anhaltender technologischer Hindernisse beseitigen wird, mit denen Wissenschaftler konfrontiert sind. Trotz aller gescheiterten Versuche ist die KI ein Hoffnungsschimmer, den die Forscher festhalten, um außerirdisches Leben zu finden. Aber wir müssen festhalten, bis das KI-Projekt anläuft, was eine ganze Menge Forschung, Experimente und Tests erfordern wird. Und, nicht zu versäumen, viel Geduld. Bis dahin können wir nur warten und an faszinierende Theorien denken, unsere Lieblingszeitvertreibe. Diese Fragen werden jedoch bis dahin immer unbeantwortet bleiben: Wird die KI ihren Weg nach draußen finden, um Marsleben zu entdecken? Oder werden Wissenschaftler eine andere Form der Enttäuschung erleben? Ich schätze, die Zeit wird uns die Wahrheit sagen.
Aber andererseits, was weiß ich?